Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, hier sind wir stehen geblieben mit unserer neuen Strecke. Nämlich, wir wollen einen Güterzug machen, einen gemischten, der einerseits, jetzt muss ich schon gucken, hier Treibstoff hat, genau, und von da hinten die Waren mitbringt und die gehen dann nach Corxhausen. Das ist dann irgendwo da hinten. Die Strecke haben wir die fertig? Wenn ich das jetzt noch wüsste, sagen Sie mal. Wo geht die denn lang? Hier, das... Ist das unsere Strecke? Nee, Moment, wir haben das anders gemacht. Hier unten irgendwie ins Gleis rein. Ja, hier, das ist die neue Strecke, genau. Ach so, ja stimmt, die ist ja noch eingleisig. Wir haben natürlich die Signale noch nicht. Also fertig ist die sowieso noch nicht. Was wir haben, ist die Strecke von der Warenfabrik hier runter. Tatsächlich hierhin zur Treibstofffabrik. Aber dann fehlt natürlich der Weg noch nach Corxhausen. Das werden wir uns auch noch ansehen. Jetzt müssen wir, also müssen wir nicht, aber ich würde das jetzt hier tatsächlich noch zweigleisig machen. Aber schön, wie sie hier wieder unterwegs sind und wie sie fahren. Naja, wir hatten ja jetzt in den letzten Folgen doch ein, zwei Momente, wo Züge standen. Umso schöner ist es natürlich, wenn die wieder unterwegs sind. Wir brauchen ein Gleis. Ich habe hier nicht das Schnelle genommen, sondern... Ja, es hat einen Güterzug, da kann man natürlich auch sowas machen. Und dann machen wir das mal ab hier. Zweigleisig. Ziehen das mal hier lang. Ich weiß, ich muss dann irgendwie noch Straßen zurückbringen. Oder, ja, zurückbringen, genau. Wir kaufen uns die und bringen die zurück. Nein. Zurückgeben, weil die haben wir, ja man sieht es hier und da hinten ist noch was, die haben wir weggenommen, damit wir eben in Ruhe die Gleise setzen können. Jetzt muss ich aber aufpassen. Habt ihr gesehen? Da hätte wieder ein Stück Gleis gefehlt. Und das ist tatsächlich dem Umstand geschuldet, dass teilweise, zumindest zu Beginn, wenn man baut, selbst wenn ich es eingelesen habe, das Ganze, man sieht es hier, guck mal, es geht halt gerade nicht. Und dann setzt er irgendwie falsch an und dann hast du tatsächlich ein Problem dahingehend, dass das Gleis dann weg ist. Ich mach das mal nochmal. So. Oh, komme ich hier dran vorbei? Das wäre noch wünschenswert. Ja, das klappt. Sehr gut. Dann haben wir einmal den. Genau, dann geht das dort drüber. Und dann geht das da hinten ins Gleis rein. Und dort ist dann eh schon wieder vorbei. Mit zweigleisig. Oh, wie schön das geht. Und ich muss sagen, irgendwie, ich finde dieses Grüne, das wir jetzt haben. Wir hatten so lange tatsächlich den Schnee. Ich finde dieses Grüne extrem schön. Mir gefällt es gerade wieder sehr gut. Das ist halt schon, aber gut, natürlich auf der anderen Seite, wenn wir das jetzt wieder haben, für 6-7 Monate meinetwegen, dann freue ich mich natürlich wieder auf den Schnee, weil es ist halt irgendwie dann doch auch was Schönes. Jetzt hatten wir hier gerade wieder diesen Effekt, habt ihr gesehen? Dann hängt das Gleis nicht dran, weil einfach das Spiel irgendwie noch am Rechnen ist. Gut, aber das würde passen, dass wir hier je nachdem Probleme haben mit dem Reinkommen, das ist klar. Wobei, im Moment wird es gerade gehen. Weil guck mal, der hat die ideale Länge. Der steht eben nicht hier hinten auf der Weiche, wo wir dann durch müssen. Und sonst könnten wir das Signal... Ja, so ein bisschen nach vorne könnten wir es noch versetzen. Ich würde das aber mal lassen für den Moment. Das passt ja. Was ich jetzt aber hier natürlich trotzdem schon mache. Wir machen hier mal die Signale hin und danach werden wir gucken. Wie kommen wir denn jetzt fröhlich nach Corxhausen mit dem ganzen Zug? Ist das ein richtiges Signal? Also eins, das wir brauchen können. Jawohl. Einmal so. Dann, es ist ein Güterzug und das noch mit zwei verschiedenen Gütern. Das heißt, das wird wahrscheinlich eher ein langer Zug. Da machen wir doch glatt mal ein paar Signale mehr, beziehungsweise eben ein bisschen weiter weg. So, einmal so die Kurve, dann geht es, glaube ich, hier vorne ins Gleis rein. Jawohl, also machen wir, zack, hier was. Da haben wir ein Signal, das passt. Dann haben wir hier wieder eins. Ja, dann würde ich es lassen. Ich würde hier keinen weiteren Block mehr einfügen, denke ich. Die Fehlermeldung ist klar, die kommt von der Straße, die wir gekappt haben. Die werden wir jetzt zurückgeben. Würde ich vorschlagen, bevor wir jetzt dazu übergehen, hier zu gucken, wie wir da weiterkommen mit unserem Zug. Das wäre mal das hier. Da sieht man auch, der hier hat gar keinen Plan mehr. Wie kommen wir denn jetzt da wieder in die Brücke rein? Wir gucken mal. Ist das eine städtische Straße? Ja. Das ist eine städtische. Also das wird so nicht gehen. Das ist mir eigentlich klar. Das müssen wir anders machen. Ich finde die Brücke aber schön. Aber da müssen wir das halt anders machen. Dahingehend, jetzt dachte ich gerade, hier ist noch ein LKW-Abladeteil. Aber das haben wir zum Glück nicht hier. Wir machen hier eine Kurve. Dafür, ja, ist es von Vorteil, wenn man hier die Kurve aktiviert. Und gehen irgendwie hier hinten. Irgendwie unten durch. Zum Beispiel so, genau. Und da können wir doch hier wieder in die Brücke rein. Aber ich muss die Brücke auch noch mal ein bisschen kappen. Einmal so. Und dann müsste es eigentlich bereits gehen. Wenn ich das jetzt hier zusammenhänge. Aha. Nee, da geht irgendwas nicht. Weil hier unten die Straße ist. Ja, ja. Gibt es ja nicht. Gut, die haben wir ja eh auch gekappt. Dann kappen wir die gleich noch mal hier. Weil
Ich sage immer, zuerst kommen die Züge, aber wenn natürlich dann die Straßen nicht mehr gebaut werden können, weil Wege im Weg sind, dann geht das von oben nach unten, dann sind die Wege dann irgendwann egal. Gut, wo war jetzt meine Straße? Wahrscheinlich eher hier. Sollen wir da einen Damm machen oder wie sollen wir das machen? Ist das okay so? Ja, ist eine gesunde Steigung. Ja, das reicht dicke. Ich habe gerade kurz gedacht, ob hier vielleicht irgendwie das Ganze zu tief ist. Aber nee, nee. Das ist in Ordnung. Jetzt, was haben wir denn hier noch für einen Weg? Wo führt der denn hin? Ach, guck mal an. Hier oben hin. Sehr schön. Hier unser Schloss. Genau, mit dem Kringel außenrum. Wunderbar. Gut, dann wollen wir das da auch da anschließen. Wo möchte denn der Weg hin? Oder was war hier der ursprüngliche Gedanke? Ja, im Prinzip kann der Weg einfach da rein. Ich weiß jetzt nicht, was wir hier genau haben, aber wir nehmen es mal weg. So, dann nehmen wir... Ne, das lassen wir. Ne, das nehmen wir weg. Das ist irgendwie auch merkwürdig. Ich hoffe, ich kriege jetzt aber hier die Straße noch hin. Das war... Gottchen, welche war das denn? War das die hier? Ich glaube nicht. Ne, das ist eine andere. Die war's. Dann haben wir sie doch. Machen wir hier eine Kurve. Gehen hier rein und da rein. Und dann haben die den Zugang zur Kirche auch wieder. Hier mit einer schönen Schranke. Ja, das könnte man jetzt als Gag im Prinzip noch unbeschrankt lassen oder machen. Möchte ich aber nicht. Aber oh, guck mal schön, wieder aus dem Augenwinkel gerade wieder zwei kommen. Da bleiben wir ein Momentchen. Weil jetzt, wenn ich mich nicht täusche, haben wir die ganzen Straßen wieder zurückgegeben. Dann würde ich vorschlagen, wir gucken jetzt, wie wir hier tatsächlich von diesem Bahnhof nach Coxhausen kommen. Vielleicht haben wir schon eine Verbindung. Das können wir natürlich auch schnell prüfen. Das hier ist, wie gesagt, dann die neue Strecke. Die führt uns in, muss ich schnell gucken, in das Gleis rein. Und hier hinten haben wir ein Depot. Das ist schon mal nicht zielführend. das müssen wir wegnehmen. Das heißt, wir kommen hier sowieso nicht direkt nach Coxhausen. Das wird nicht gehen. Höchstens, ich würde hier vielleicht ins Gleis rein. Na gut, was mal sicher klar ist, das Depot muss weg. Das ist auch egal, das brauchen wir ja nicht mehr. Die Züge sind ja drauf. Hätten wir jetzt im Prinzip für die Strecke, für die neue nutzen können. Möchte ich aber trotzdem nicht machen. Wir bauen von, ja, von der Warenfabrik aus, die da hinten ist. Das heißt, wir werden dann auch von da aus mitfahren. Gut, also hier rein. Und jetzt habe ich ein Signal an der Angel. Das ist falsch. Wo wollte ich denn jetzt raus? Hier unten war es. Das ist aber auch ein Bahnhof. Hier oben sind zwei Gleise, hier unten sind zwei Gleise. Überall Durchfahrtsgleise. Aber irgendwie cool, mir gefällt die Gegend halt. Komme ich hier ins Tunnel rein? Das würde schon mal gehen. Das Portal lässt das zu. Dann wären wir hier eingleisig drin. Aha, dann geht das da vorne raus. Da steht allerdings ein Zug. Sollen wir uns das schnell ansehen? Warum stehen hier Züge? Nee, guck mal, sie fahren. Nee, das ist wieder einmal mehr das Gleiche, was wir schon sehr oft haben. Nämlich, wir haben zu viele Züge. Ja, und dann, die blockieren sich ja nicht, sondern die müssen einfach warten, bis die anderen weg sind. Ist jetzt für uns eigentlich irrelevant. Ja, wobei, klar, eben, wir stehen dann natürlich auch noch hier mit unseren Zügen. Ich würde aber jetzt nicht irgendwie, weiß auch nicht, nochmal 10 neue Gleise machen. Also das finde ich tatsächlich nicht die Idee. Jetzt haben wir noch ein Autosave. Aber wir können natürlich mal gucken, ob uns das irgendwie nach dahin bringt, wo wir es gerne hätten. Das würde hier lang gehen, dann geht das hier rüber. Ich glaube, das ist schon mal falsch. Das geht ja nach Dortmund rauf. Wir wollen nach da hinten. Also wir könnten die Gleise mitnutzen, bis wir hier wären. Und dann müssten wir hier aber geradeaus. Und diese Möglichkeit, die haben wir nicht. Die Gleise, die führen alle auf die Brücke. Was wir aber machen können, ist natürlich... Oh, hier ist ja die Holzbrücke noch. Ich wollte jetzt hier unten durch. Ich muss aber mal gucken, ob die Holzbrücke da sozusagen nachgibt. Und das... Nee, guck mal. Oh, das ist natürlich blöd. Das ist so doof, dass diese Holzbrücke tatsächlich nicht auf die Idee kommt, dann die Pfeiler hier auszusparen. Die Steinbrücke macht das ja. Und ich möchte jetzt aber die Holzbrücke nicht wegnehmen. Ja, das ist halt... Das geht halt tatsächlich nicht. Also wir können dort nicht durchs Holz durchfahren. Das ist halt unsinnig. Aber wir müssen hier irgendwie dran vorbei. Mit einer Brücke. Nee, das geht nicht. Nee, das Holz ist trotzdem im Weg. Das vernichtet jetzt meinen ganzen Plan. Aber guck mal, wie schön sie fahren. Auch wenn ich das jetzt immer sage. Entschuldigung, ich möchte euch nicht nerven mit fahrenden Zügen. Aber sie fahren. Hier hat man genau das Problem, dass sie eben nicht mehr fuhren. Aber wie machen wir das denn jetzt? Wir sind halt sozusagen die einzige Linie, die von hier hinten kommt, die hier allen Ernstes noch geradeaus möchte. Und das haben wir hier nicht. Hier eine Brücke rüber. Würde das Sinn machen, wenn wir von hier nach da eine Brücke ziehen? Ja, die Frage ist halt, wie kommen wir da hin? Hier unten durch. Doch, das würde gehen. Aber hier geht es halt schon wieder aufwärts. Das heißt, ich komme hier nicht auf eine Brücke rauf wahrscheinlich. Oh doch, ich komme auf eine Brücke rauf.
mit einer Kurve. Kommt, das machen wir. Das finde ich tatsächlich eigentlich eine schöne Idee. Weil hier müssen wir langkommen, das sollte kein Problem sein. Ich baue das mal so. Jetzt ist es mir aber fast ein bisschen zu sehr eine Abschussrampe. Ja, wobei, ja, wir können noch ein bisschen, können wir runtergehen. Weil wenn wir jetzt hier rüber gehen, ja, schau mal an, gibt es doch keine Brücke. Das wird runtergezogen. Moment, mach das mal nochmal von hier her kommend. Das müsste doch eigentlich gehen. Nee, geht so nicht. Aber wenn wir die Höhe haben, sag mal, dann kommen wir doch hier rüber. Das sollte doch eigentlich kein Problem sein. Ich muss das in kleinen Schritten bauen. Wir bauen das mal hier hin. Mal testweise, ob das überhaupt funktioniert, das Ganze. Ja, und es funktioniert. Und jetzt ist halt ein bisschen die Frage, wo wollen wir hin? Ich denke, die Gleise hier, die sind so verkehrt nicht. Das geht hier lang und hier können wir ausfädeln und da geht es in den Bahnhof. Halt in den Personenbahnhof. Wir müssen natürlich hier oben rein. Eine andere Option wäre hier hinten durch. Aber guck mal, hier ist halt ein Hügel. Also das würde heißen, wir kämen hier einfach in den Tunnel rein. Hier hätte es natürlich auch einen gewissen Reiz, wenn wir hier mit dem Gleis reingehen. Wo kämen wir denn da wieder raus? Wisst ihr was, ich teste das mal. Die Brücke machen wir gleich. Ich würde jetzt hier aber noch nicht auf Bauen klicken. Ich möchte erst hier hinten gucken. Was macht mehr Sinn? In die Gleise rein, hier vorne rein dann. Oder hier tatsächlich irgendwie unter die Stadt gehen. Wenn wir hier mal ein bisschen runtergehen. Ja, es gibt einfach einen Tunnel. Ich dachte, wir kämen hier vielleicht wieder raus. Mal eins rauf, nochmal eins rauf. Das geht gar nicht. Okay, das ist die maximale Steigung, die wir haben. Wo kommen wir denn da wieder raus? Gar nicht. Hier hinten. Und dort wäre der Güterbahnhof. Sagen wir mal so, es würde Sinn machen. Das wäre einfach eine Untertunnelung der Stadt. Mir gefällt halt nicht, ihr kennt mich, ich möchte die Züge sehen. Ich möchte den Güterzug sehen, der hier durchfährt. Und den Effekt haben wir natürlich mit einem Tunnel nicht. Kriegen wir das nicht irgendwie anders hin? Da ist irgendwie eine Steigung zu groß. Dann gehen wir ein bisschen runter. Weil dann kommen wir wieder in den Tunnel rein wahrscheinlich. Ja, sind wir da im Tunnel drin. Schade. Ja, und hier zieht es die Straße runter. Nee, das ist alles tatsächlich nichts. Was wir machen könnten, wisst ihr was natürlich, das würde mir dann wieder eher gefallen. Ich versuche mal was. Wenn wir hier, das war die falsche Richtung, einmal Höhe und mit der Brücke rüber. Irgendwie so. Ich weiß auch nicht, wie wir dann in die Brücke reinkommen wollen. Aber, nee, da zieht schon wieder irgendwie die Straße rauf. Ich muss mehr Höhe haben. Ich muss tatsächlich noch mehr Höhe haben. Machen wir hier zwei von denen. Gehen hier rüber. Dann hätten wir das. Ja gut, aber das, ja, das Problem ist, hier geht es aufwärts. Das ist so schlecht nicht. Aber ich glaube nicht, dass wir hier in die Brücke reinkommen von da unten. Aber ich denke, dass wir uns das mal ansehen, ist nicht so verkehrt. Wie sieht es denn... Haben wir jetzt hier wieder einen Bahnübergang? Nee, das ist eine Brücke. Wie sieht das denn aus, wenn wir jetzt eine Brücke nehmen? Und zwar eine massive Güterzugbrücke. Irgendwie sowas. Das hat schon was. Also das hat tatsächlich was. Da werden noch drei Gebäude entfernt, das ist okay. Hier mit dem Zug durch. Ich finde das eine coole Idee. Vielleicht sogar noch ein bisschen, wenn ich den Knubbler wisch, dass das ein bisschen paralleler ist hier zu dieser Straße und zum Rest. Finde ich okay, würde ich mal. Ich meine, wir können es natürlich mal bauen und gucken, ob wir hier reinkommen. Weiter runter kann ich nicht. Ja, ein bisschen, nee. Ne, weiter runter können wir nicht. Ich müsste die so bauen. Wisst ihr was? Wir bauen die mal. Zack, gewuppt. Von hier dann hier hinten in den Bahnhof rein. Und jetzt, wie kommen wir hier rein? Das ist eine gute Frage. Indem wir hier... Ja, jetzt kommen wir natürlich von einem ins andere. Wir haben hier schon mal angefangen zu bauen. Ja, wir gehen hier mal rüber. Moment, habe ich falsch geklickt. Irgendwie so. Dann hätten wir hier die Brücke... Wo müssen wir hin? Wir haben noch ein bisschen Weg. Wir könnten das so machen. Wir müssen ja nicht zwingend in die Gleise rein. Weil dann sind wir wieder hier unten. Ich denke, für die Brücke wäre es nicht verkehrt, wenn wir irgendwo hier rauf gehen. Da könnten wir dort unter der Brücke durch. Oder wir bleiben halt auf dieser Höhe und dann sind wir eh schon irgendwie fast da oben. Dann haben wir aber eine Hochbahn. Ich würde sagen, wir machen mal Folgendes. Wir machen auch hier mal eine Brücke und gucken, wie das aussieht. Weil vielleicht sieht das schlicht und einfach auch nicht gut aus. Das ist natürlich tatsächlich auch möglich. Ja, haben wir eine Brückenpfeiler-Kollision. Wir können auch eine andere Brücke nehmen. Ist ja nicht so, dass wir die nehmen müssen. Die würde funktionieren.
Ja. Ja, ich finde das nicht verkehrt. Ich finde es irgendwie vielleicht für einen Güterzug nicht die ideale Brücke. Ich schaue nochmal schnell. Was haben wir hier denn noch? Wir haben doch das noch mit dem. Ja, gefällt mir eigentlich fast schon besser. Doch, das sieht doch besser aus. Komm, das machen wir. Das ist ein Streckenbau, so hatten wir den, glaube ich, auch noch nie. Weil jetzt haben wir zwei fertig gebaute Brücken dann. Und den Rest haben wir noch nicht. Gut, aber dann haben wir das. Also, jetzt ist das Problem irgendwie hier runter. Ich glaube, ans Gleis ran. Ach, und dann haben wir hier noch ein Depot im Weg. Dann müssen wir dort dran vorbei. Oder wir gehen hier tatsächlich in die Gleise rein. Aber ich würde das nicht machen. Ich muss allen Ernstes zuerst mal gucken, wie kommen wir hier aus dem Bahnhof raus? Also was war hier die Grundidee? Wir wollten hier ins Tunnel rein. Dann kämen wir hier raus. Dann können wir hier aber weg. Gehen hier lang. Ja, ihr seht, dann haben wir hier schon wieder eine Brücke. Was ist, wenn wir hier raufgehen? Dann kommen wir dorthin. Ich muss es im Prinzip von hier her bauen. Ist, glaube ich, fast einfacher. Dass wir das mal mitnehmen und hier mal ranhängen. So, das Depot dort lassen wir mal außer Acht. Also das würde uns definitiv auf diese Brücke führen. Das ist schon mal klar. Würde für uns heißen, wir müssten im Prinzip auf die Seite. Ich baue das mal so. Oder sollen wir das Depot erhalten? Ich würde sagen, ja, dann gehen wir hier dran vorbei. Gehen wir runter. Dankeschön hier mit dem Bogen. Dann machen wir folgendes. Hier dem Depot entlang machen wir das gerade. Heiliges, wo bin ich denn gelandet? Wir sind so weit oben. Moment, ich muss erstmal wieder runter. So, einmal den. Und dann hier an dem Teil vorbei. Ja, gefällt mir auch schon. Das gibt aber jetzt nicht irgendwie einen Tunnel. Nein, gibt's nicht. Aber es schrafft den Hügel zu sehr ab. Gefällt mir auch nicht. So wird er felsig. So finde ich es okay. Gut, gehen wir da mal rein. Ist die Steigung zu groß? Im Ernst jetzt. Dann muss ich hier mal versuchen, ein bisschen Höhe zu haben. Aber irgendwie, das geht ja hinten und vorne. Sind wir hier so viel höher? Ja. Hier sind wir tatsächlich so viel höher. Da verlockt es mich aber halt, irgendwie dann hier schon wieder auf eine Brücke zu gehen. Brauchen wir die denn? Ich muss mir das echt nochmal in Ruhe ansehen. Gibt's doch nicht. Wie oft muss ich denn jetzt hier noch gucken? Also, wenn wir hier sind, wir haben gesagt, wir gehen hier raus. Und dann hier auf eine Brücke. Wir müssen auf die Seite. Dann müssen wir hier rüber. Ja, und dann ist dort das Gleis. Ja gut, das geht. Also, dann machen wir folgendes. Zuerst mal den hier nochmal. Dann machen wir den aber hier unten. Oder, ne, ich ziehe es einfach von hier her. Ja, wir haben Gefälle. Man sieht aber, das gibt halt tatsächlich fast schon wieder eine Brücke. Wenn ich hier rangehe. Das finde ich eigentlich cool. Hier ans Depot ran. Ja, das machen wir mal. Gehen hier lang. Und es ist nicht verkehrt, wenn wir jetzt hier Höhe haben, weil wir wollen ja mit der Brücke rüber, haben wir gesagt. Ich baue das mal bis hier hin. Das können wir auch wieder abreißen. Also wenn es dann nicht geht, geht es nicht, weil jetzt, das haben wir sozusagen überwunden. Jetzt hätte ich hier gerne Nägel mit Köpfen, nämlich dass wir hier das Tunnel mitnutzen. Bis hier hin. Das ist jetzt im Moment noch eingleisig. Ich würde sagen, wir gucken uns das Zweigleisige dann nachher an. Und dann wollen wir hier doch auf eine Brücke rauf, hieß es. Ich habe mir gerade überlegt, nee, das geht halt nicht, dass wir hier die Seite wechseln. Dann wären wir von Anfang an hier draußen. Dann wären wir auf der richtigen Seite, aber das funktioniert halt nicht. Wenn wir das so machen, ja, geht nicht. Dann kommen wir dort ins Gleis rein. Das funktioniert tatsächlich nicht. Okay, da müssen wir halt irgendwie auf eine separate Brücke rauf. Ja, und das kriegen wir auch hin. Jetzt fände ich es aber noch schön, muss ich gestehen, wenn das dann noch die gleiche Brücke wäre. Noch haben wir keine Brücke. Ich würde erst ein bisschen weiter vorne sozusagen Gas geben. Mal gucken, ob das überhaupt klappt. Ja doch, da kommen wir auf eine Brücke rauf. Da haben wir ja die Steigung. Dann machen wir das mal. Wir bauen das. Ich weiß, der steht hier. Der steht schon länger. Das wäre eigentlich wieder ein Grund, um zu gucken, was da im Argen liegt. Also, dann haben wir hier die Brücke. Da kommen wir dort niemals rein. Also das kann ich nochmal abreißen. Das wird so nicht funktionieren. Mal hier nochmal runtergehen. Nein. Wenn wir das in kleinen Schritten machen. Ja, bis hierhin. Dann wird es funktionieren. Allerdings, jetzt brauchen wir natürlich wieder eine Brücke. Sag mal, der fährt halt gar nicht mehr. Ist das der, den ich gemeint habe? Ja, der fährt irgendwie nicht mehr. Das gucken wir uns gleich mal noch an. Aber jetzt brauchen wir hier eine Brücke, die keinen Bauch hat. Aha. Ne,
Das geht hinten und vorne nicht, wir brauchen was anderes. Wie gesagt, eine Brücke, die keinen Bauch hat. Geht das? Das geht. Da kriegen wir keinen Pfeiler. Doch, hier hinten haben wir einen Pfeiler. Das können wir so machen. Ah, guck mal, jetzt fährt er. Der hat gehört, dass wir gleich gucken, warum er nicht fährt. Jetzt ist er auf die Idee gekommen, dann fahre ich auch noch. Finde ich schön. Gut, also machen wir das so. Jetzt muss das aber weg. Während hier oben gerade noch ein Tisch wieder durchrauscht. Ja, jetzt müssen wir gucken, ob wir da reinkommen. Einmal hier runter. Ja, das sieht so schlecht nicht aus. Sollen wir da einen Damm machen? Nee, das macht ihr mit dem See zu. Ich guck mal so. Ja, finde ich eigentlich cooler. Und hier geht es halt zum See runter. Steht hier noch irgendwas auf dem Gleis? Nee, das funktioniert. Finde ich eigentlich schön. Sogar Bäume haben wir schon drauf. Guck mal einer an. Aber ich möchte trotzdem schnell gucken, der Damm. Das haben wir ja schnell eingestellt. Nee. Das ist am See ist das komplett unschön. Machen wir es so. So finde ich es cool. Also, Gefälle haben wir. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da irgendwie reinkommen. Und das kommen wir auch. Dann haben wir hier annähernd nochmal eine Brücke. Das finde ich ja cool. Da würde ich, ich hätte gerne die Steinbrücke. Ja, am Wasser unten. Das ist doch in Ordnung. Gut, dann haben wir das. Also wir haben jetzt, was haben wir denn? Das bis hier hin. Und jetzt wollen wir da hinten auf die Brücke. Ist irgendwie auch eine relativ wilde Strecke, aber ja, ich mag das halt tatsächlich mit wilden Strecken. Hier müssten wir gucken, dass wir auf der Seite lang düsen. Weil hier haben wir das Gleis, das geht nicht. Also wenn wir das zweigleisig machen, das machen wir jetzt auch, müssen wir das von der Seite kommend machen. Okay, das geht nicht. Hängen wir da... Ja, wahrscheinlich auf der Seite würde es gehen. Es war klar. Also das würde dann wieder funktionieren. Dann müssen wir da vorne nochmal kappen oder wir müssen gucken, ob wir hier nicht doch irgendwie rüberkommen. Doch, geht. Wenn wir es in kleinen Schritten machen, da stand der Pfeiler halt wahrscheinlich wieder auf dem Gleis. Das machen wir mal. Nehmen das mit. Also dafür, dass das im Prinzip ein Güterzug ist, der einfach ein Städtchen beliefert, ja, würde ich sagen, haben wir dann doch nochmal den großen Hammer rausgenommen. Finde ich aber cool. Ich baue halt extrem gerne solche Strecken, die nicht irgendwie einfach nur von A nach B gehen, sondern jetzt haben wir genau den Effekt, da sind so viele Gleise im Weg. Da ist dann mal sogar noch eine ganze Stadt im Weg. Dass man sich halt überlegen muss, wie macht man das am besten. Und das finde ich immer wieder sehr interessant. Weil da kommst du halt dann irgendwie auf, ja, relativ gute, ich sag mal meistens spektakuläre Ideen. Wir machen das ab hier zweigleisig. Wir müssen nicht in den Bahnhof rein mit zwei Gleisen. So, dann hätten wir den Abschnitt fertig. Also, wir kommen von dem Bahnhof, fahren hier raus. Wahrscheinlich stelle ich dann fest, dass das hier das falsche Gleis ist. Nein, ist es nicht. Von hier geht's hier rein, dann sind wir in dem Gleis. Ja, und das ist das Gleis, was hier rausführt und dann hier abzweigt. Gut, hier einmal drüber. Ja, das ist schon cool, gefällt mir. Das ist halt eben, es ist halt wild. Es ist nicht einfach von A nach B. Es ist eine eher wilde Geschichte. Jetzt, von hier wollen wir irgendwie hier lang. Was habe ich gesagt? Eher unten durch. Aber das ist natürlich kontraproduktiv, wenn wir von da hinten dann, wenn wir da hinten dann die Höhe brauchen. Ich denke, es ist wahrscheinlich fast am besten. Wir machen das. Also ich sehe den Kreisel, also den Kringel jetzt schon wieder vor mir, damit wir hier die Höhe abbauen können. Irgendwie so. Und dann hier wieder zurück. Es geht halt mit Kringeln am besten. Und ich möchte halt hier nicht eine Brücke haben, die irgendwie ein Gefälle hat. Weil das sieht komisch aus. Wenn das hier so von krumm nach schief ist, das ist irgendwie auch nichts, was ich möchte. Wir können ja mal gucken, was passiert, wenn wir das so machen. Dann haben wir den Effekt, dass wir hier so sind. Und wo ist unser Gleis? Da hinten ist die Brücke. Sagen wir mal so, es würde gehen. Aber ich muss gestehen, das gefällt mir hinten und vorne nicht. Das ist viel zu hoch. Kämen wir hier rüber? Das würde funktionieren. Und dann wäre noch eigentlich, ja, dann muss ich das im Prinzip nur noch verbinden. Also das würde gehen. Ich muss aber wirklich sagen, mir ist die Brücke zu hoch. Das gefällt mir hinten und vorne nicht. Also wir kommen fast nicht um den Kreisel rum. Wie macht der denn am meisten Sinn? Irgendwie so und dann nochmal durch die Stadt durch. Was haben wir für ein Städtchen? Das ist das neue Städtchen. Das hätte doch auch was. Sollen wir das machen? Moment, da sind wieder die Pfeiler im Weg. Wenn wir es so machen und hier runter gehen und dann hier, ja, halt diese paar Häuser abreißen und hier mit dem Gleis durch. Dann sind wir natürlich erst hier, aber dann haben wir die Höhe, die richtige. Dann könnten wir hier vielleicht sogar wirklich unten durch und da in die Gleise rein.
Finde ich nicht verkehrt. Ist eine relativ wilde Geschichte. Wobei, nee, wisst ihr, was das Problem ist? Ist irgendwie, diese Brücke verschandelt uns da die ganze Ansicht. Nee, machen wir auch nicht. Weil hier unten fahren Züge. Gut, das sind jetzt halt nur Güterzüge. Aber man möchte ja nicht irgendwie da rauf gucken und sieht dann diese Monsterbrücke. Dann machen wir die in den Berg rein. Das ist natürlich auch eine Option. Irgendwie so. Oder wir machen mal nicht einen Kringel, sondern wir machen so eine Art Bergstrecke. Allerdings mit Gefälle. Ja, das geht ja schon. Moment, habe ich da im Prinzip das Falsche eingestellt? Ne, wir haben die Höhe, haben wir immer noch. Also, dann geht das hier in den Berg rein. Ist eine wilde Geschichte, aber das kann natürlich auch ein Landmark sein, tatsächlich hier für unser Städtchen. Und hier geht's, wenn wir jetzt Pech haben, geht's hier natürlich dann... Ich überlege mir die ganze Zeit das Aufschütten. Kommt, wir testen's mal. Ja. Ja, sagen wir mal so. Irgendwie ja, aber auf der anderen Seite, das sieht ja fast schon aus wie so ein Atomkraftwerk-Turm. Ein bisschen größerer. Nee, gefällt mir nicht. Ein Damm, das können wir eh vergessen. Mach ich mal. Nee. Trabantenstadt fällt mir da ein. Das ist auch nicht die Idee. Also, nehmen wir nochmal die Brücke. Das ist am einfachsten. Ich schnapp die hier nochmal. Wenn ich dann richtig andocken kann. Liebes Spiel, man lasse mich andocken. Irgendwie so. Gefälle haben wir, jawohl. Können wir bauen. Wir können hier ja ein Teil aufschütten. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Dass wir irgendwie hier sind. Wir haben schon das Gefälle noch, ja. Wenn wir jetzt hier diesen Teil, meinetwegen eben aufschütten. Das können wir noch ein bisschen blähen. Das geht. Und ein zweites Gleis haben wir da auch noch. Das Problem ist ein bisschen, wir machen für die Straße zu. Aber die Straße, die hat die KI gebaut. Da müssen wir halt auf die Idee kommen, dass wir hier runterdüsen. Hier ist halt Feierabend, ganz klar. Gut, machen wir mal. Jetzt würde ich aber zugeben, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier irgendwie... Doch, 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 die Höhe haben wir, die richtige. Gut, dann sind wir bereits beim Thema. Wenn wir hier durchgehen, kommen wir nach da hinten. Das passt doch, dann gehen wir mit den Gleisen nach da unten. Ich hoffe, jetzt kriegen wir nicht wieder irgendwie Höhe. Ja, ein bisschen schon, aber es ist nicht massiv. Das würde ich glatt nochmal kurz aufschütten, denke ich. Wir schütten mal. Ja, ist halt, das hat man halt aufgeschüttet. Allerdings, wie soll ich denn jetzt hier unten durchkommen? Das habe ich jetzt so noch gar nicht mir angesehen. Geht das überhaupt? Wo wollten wir denn hin? Ja, im Prinzip wäre es hier auf der Seite bei der Straße besser. Also das würde funktionieren, aber... Doch, es funktioniert. Ich dachte gerade, oh, und wie das funktioniert. Guck mal, zwischen den Pfeilern durch. Von der Höhe her. Oh, käme. Ja, ein bisschen hängen wir drin. Ist aber egal. Oh, guck mal. Also das ist etwas, das gefällt mir schon wieder extrem gut tatsächlich. Wir könnten Probleme kriegen mit dem zweiten Gleis, würde ich jetzt mal vorhersagen. Habt ihr recht. Aber da müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem zweiten Gleis machen. Ich finde das cool. Wir nehmen das mit. Oh, jetzt geht das hier wieder massiv runter. Wo ist mein Gleis? Da hinten. Komme ich da rein? Ja, halt wieder mit einer Brücke und vor allem mit der falschen. Wir machen das mal hier lang. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich kap die Straße. Die werden wir zurückgeben. Aber ich möchte hier irgendwie runter. Wenn es irgendwie geht. Wo muss ich hin gleich nochmal? Hier. Ja, ist natürlich Käse. Dann wird's. Ah doch, es geht. Guck mal, hier haben wir ja tatsächlich dann wieder Erde unter den Füßen. Dann kann es natürlich auch sein, dass wir die Brücke bis hierhin so haben. Und dann, hier ist dann die neue. Okay, das können wir so machen. Was machen wir jetzt mit dem Bereich? Wie sieht es aus mit... Ich teste es einfach mal. Wie sieht das aus mit dem Damm? Ja, weiß auch nicht. Irgendwie, sag mal, irgendwie, warum gefallen mir denn jetzt diese Dämme plötzlich nicht mehr? Ich finde, irgendwie Dämme werden dann interessant, wenn du mehrere Dämme hast. Also wenn tatsächlich jetzt hier oben nochmal einer wäre. So gefällt es mir nicht. Wenn ich das aufschütte... Ja, die Straße können wir noch wegnehmen. Gefällt mir fast am besten. Weil sonst ist die Brücke hier halt auch ewig, ewig lang. Okay, das machen wir so. Das heißt aber natürlich, dass wir das noch schnell wegnehmen müssen. Sind das schon zwei Gleise? Jawohl. Einmal den hier. Und dann hier rein. Genau, hier mit dieser Aufschüttung. Finde ich okay. Das machen wir. So, ich hoffe, ihr seht die ganzen Züge, die hier überall noch rumdüsen. Weil das fällt mir schon auf. Also selbst wenn ich baue, ich sehe tatsächlich immer wieder die Züge, die überall langfahren. Einfach schön. Wir können ja noch mal kurz dann bei der Brücke da hinten gucken, ob das immer noch
sinnig ist oder ob das nicht mehr gut ist. Hier das Zweigleisige. Im Prinzip haben wir sie, wir haben sie immer noch nicht fertig. Wir wollen natürlich hier hinten noch in den Bahnhof rein. Aber das ist die kleinste Übung. Das geht halt hier um die Kurve rum und da in den Güterbahnhof rein. Also das kriegen wir relativ easy hin. Jetzt, wo bin ich stehen geblieben mit dem Zweigleisigen? Wir fädeln hier aus. Ne, das ist ein Damm, das ist nicht unseres. Gott, wo ist denn das? Unsere Strecke? Hier, die hieß es. Dieses hier. Die auf die Brücke rauf geht. Das ist zweigleisig. Bis hier hin. Und dann hätten wir hier diese Seite. Wir schauen mal, ob das Sinn macht. Ja, hier vorne ist halt Feierabend. Wir müssen hier irgendwie anders, mit dem anderen Gleis anders durch. Das können wir aber auch machen, weil das wird nicht gehen. Es geht. Dann weicht der Pfeiler zurück. Guck mal, das ist halt eben eine schlaue Brücke. Das ist nicht wie die Holzbrücke da hinten, die alles versperrt. Das ist extrem cool. Das gefällt mir. Unter zwei Brücken durch, gekauft, gar nicht lange überlegen. Die Seite stimmt auch, jawohl. Nicht, dass wir hier dann wieder einen Gel-Effekt haben. Das muss nicht sein. Einmal so. Oh, gefällt mir. Gut, dann hier lang. Ich hoffe immer noch, ich bin auf der richtigen Seite. Ja, da kommt noch eine Straße runter. Die ist, die ist wahrscheinlich nicht im Weg. Nee, tatsächlich nicht. Da müssen wir auch nichts machen. Da haben wir gesagt, da soll die KI, wenn sie wollen, sollen sie das hier runter noch verbinden. Das ist tatsächlich nicht unser Problem. Wir haben da nichts gekappt. Das passt. Jetzt müssen wir nur die Brücke hier noch vernünftig rüberkriegen. Aber das geht auch. Zack, einmal so. Und einmal nach hier hinten. Und dann ist das Bauwerk bis auf den Schluss eigentlich vollendet. Was wollte ich jetzt noch? Genau, die Straße, die wir gekappt haben. Damit wir irgendwo... Wo haben wir denn aufgeschüttet? Jetzt finde ich die Straße nicht mehr. Sag mal, wo haben wir das denn jetzt gemacht? Hier unten? Ne, hier ist ja schon was. Welches ist unsere Strecke? Die hier. Das kann man natürlich auch herausfinden, wenn man L drückt. Das sind halt einfach die einzigen Gleise, wo keine Linie drauf ist. Aber irgendwo habe ich doch jetzt gerade aufgeschüttet und eine Straße gekappt. Ach, hier oben? Ne, doch nicht. Hä? Sag mal, das gibt's doch nicht. Hier hinten habe ich nichts gekappt. Ich habe doch eine Straße. Das war aber nicht die hier. Also irgendwie sagt mir schon meine innere Stimme, Herr Heisenberg, auch wenn Sie Straßen kappen, geben Sie die doch relativ schnell wieder zurück. Hier, hier ist sie. Ach genau, weil ich geprüft habe, wie das hier mit Aufschütten ist. Ja, dann haben wir es aber nicht gemacht, weil wir hier vorne ja eh auf die Erde kommen. Ja, jetzt macht es wieder Sinn. Okay, ich schnapp mir ein Sträßchen. Straße. Und dann, ja, nicht städtisch, sondern die hier. Und dann geht das schön geschwungen da rein. Und dann haben wir die auch wieder und da steht auch nichts im Weg. Gut, sonst habe ich, glaube ich, nichts mehr gekappt. Okay. Dann würde ich sagen, ja ganz klar, morgen unser Kurzauftrag. Wir werden von hier in diesen Güterbahnhof reindüsen. Dann machen wir die Signale und dann würde ich sagen, dann werden wir nachher dann, ja, eine der vielleicht abenteuerlichsten Güterstrecken, die wir bis jetzt gebaut haben, in Angriff nehmen und den Doppelgüterzug machen. Eben, der transportiert ja dann Waren und Treibstoff tatsächlich. Das ist natürlich cool, da können wir irgendwelche schönen Güterwagen nehmen und Kesselwagen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Gut, dann danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Ich finde vor allem das hier cool, aber das habe ich, glaube ich, jetzt schon oft genug gesagt. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Dann werden wir die Strecke fertig bauen und mitfahren. Macht's gut, bis dann. Tschüss.